Hi, hier ist Mr. Lagiol. Heute möchte ich euch gerne zwei außergewöhnliche Etuis vorstellen, die wir selber entwickelt haben. Und zwar sind das Lederetui, um bis zu zwei Lagiol-Taschenmesser aufzubewahren, aus einem Leder aus Italien, hergestellt hier in Solingen, also ein Made in Germany Produkt. Und das stelle ich gleich vor, wie das auch funktioniert. Und anschließend, nach der Vorstellung der beiden Etuis, möchte ich gerne zum Thema Vertrauen in Online-Shop reden mit euch. Also, bis gleich. Wir bei originallagiol.de entwickeln ja nicht nur neue Editionen von Lagiol-Taschenmesser, neue Bienen, neue Designs der Klingen bzw. von Laserungen auf der Klinge, sondern wir entwickeln auch neue Produkte als Zubehör für die wunderschönen Lagiol-Taschenmesser. So haben wir bestimmte Stecketuis entwickelt, sodass das Taschenmesser nicht herausfallen kann, wenn man es zum Beispiel bei sich trägt in der Hosentasche oder Damenhandtasche. Wir haben Lederetuis für den Gürtel entwickelt und wir haben jetzt natürlich auch Aufbewahrungsetuis für Lagiol-Taschenmesser designt und entsprechend entwickelt. Alle diese Produkte, diese Zubehörprodukte, die wir unter der Marke Justin Dumerger verkaufen, die entwickeln hier bei uns in unserem Hause bei originallagiol.de und lassen auch entsprechend herstellen bei einem Lederhersteller in Solingen, sodass wir hier von einem Produkt made in Germany sprechen können. Das Leder kommt aus Italien und es ist pflanzlich gegerbt. Wir haben schon bereits ein Aufbewahrungsetui aus Leder für 4 Lagiol-Taschenmesser entwickelt und weil das so gut angekommen ist, haben wir uns überlegt, okay, dann machen wir auch für 2 Taschenmesser. Denn jeder beginnt dann mit dem Sammeln von Lagiol-Taschenmesser mal klein an. Und wir zeigen hier erstmal das Etui. Wir haben hier ein zweifarbiges Etui, einmal in Cognac-Farben, einmal in Schwarz. Und wir haben hier diese Lederschnur zum Befestigen und manche haben sich gefragt, ja, warum habt ihr so eine Lederschnur zum Befestigen gemacht und nicht so einen Druckknopf oder Magnetkopf? Und ich muss sagen, Lagiol ist ein traditionelles, altes Produkt und ich finde, dass solche Lederriemen einfach mehr dieser Tradition Rechnung trägt. Ist einfach schöner. Ich finde es einfach schöner, wenn man das einfach hier so entsprechend aufbindet, macht ein bisschen mehr her, dann bereitet man sich schon innerlich auf das, was in dem Etui drin ist. Also ich finde es einfach persönlich viel, viel schöner. Also wir haben hier das Etui, wir können das öffnen und innen drin haben wir hier zwei Gummis für die 2 Taschenmesser, die dort in geschlossenem Zustand aufbewahrt werden können. Wir haben auch ein zweites Etui entwickelt, komplett in Schwarz. Und wir sehen hier 2 Hälften. Einmal hier haben wir eine Damastprägung, ein Damastdesign. Wir nennen diese Art des Leders Damastleder. Und hier eine glatte Seite, wo wir hier unten auch entsprechend Justin Dumerger Kollektion und Made in Germany geprägt haben. Auch hier natürlich dieses Bändel zum Öffnen. Und hier haben wir mal 2 Taschenmesser hineingetan, damit ihr seht, wie es aussieht. Also, dass sie sich stabil da drin befestigt und die kann man dann entsprechend herausnehmen oder hineintun, so dass die perfekt auch bewahrt werden.
Das Etui kostet 59,50 € und wie ich sagte, das Leder kommt aus Italien, es ist pflanzlich gegerbt und wird hier in Solingen verarbeitet zu dem Produkt, das wir hier bei originallagiol.de entworfen haben. Das Produkt findet ihr in unserem Shop originallagiol.de unter Justine Dumergé. Kommen wir kurz jetzt zu dem Thema Vertrauen im Online-Shop. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig heute, weil sehr viel gewarnt wird vor Online-Shops, die einen betrügen, was ja auch tatsächlich so ist. Aber niemand sagt einem, worauf soll man achten, um mehr Vertrauen in einen Online-Shop zu gewinnen. Nicht zuletzt deswegen laufen immer mehr Kunden natürlich zu Amazon oder zu eBay, wo man ein bisschen mehr Vertrauen hat, weil Amazon etwa so ein großes Geschäft, so ein großes Online-Shop ist, dass man automatisch per se diesem ja schon vertraut. Klar hat es natürlich noch andere Vergünstigungen wie Amazon Prime, wo man auch umsonst Videos sehen kann, wenn man entsprechend das abonniert. Auf jeden Fall ist es schwierig, heute im Online-Geschäft zu bestehen, weil viele Leute oder viele Kunden einfach dieses Vertrauen nicht haben und einfach Bedenken haben, dort Produkte für mehrere hundert oder tausend Euro einzukaufen, was ich auch vollkommen zu Recht verstehe. Ich möchte heute nur ein paar Tipps geben, worauf sollst du achten, um zum Beispiel in einem Shop einzukaufen, den du nicht kennst, wo du zum ersten Mal drin bist, das du über Google gefunden hast und worauf, was gibt dir mehr Vertrauen. Und dann gibt es einige Sachen, die ich dir kurz erzählen möchte. Zum einen ist natürlich das Alter des Domains, wo der Shop sich befindet. Und es gibt verschiedene Seiten im Internet. Ich blende die entsprechend hier ein. Und dort kannst du den Domainnamen eingeben. Zum Beispiel kannst du ruhig originallagiol.de prüfen. Und da siehst du, wie alt dieser Domain ist. Und wenn dieser Shop mit diesem Domain schon älter ist, ja, ist natürlich weniger wahrscheinlich, dass derjenige dich betrügen möchte, schnell Geschäfte macht und wieder schließt, weil das Domain entsprechend schon länger ist. Es gibt sogar eine Internetseite, da kannst du sogar sehen, wie der Shop mal vor 4-5 Jahren ausgesehen hat. Und das ist für dich, sag mal, wichtig, um zu gucken, nicht, dass, sag mal, vor 3 Jahren unter diesem Namen jemand, sag mal, Messer verkauft hat und jetzt heute Taschenrechner. Dann sollte man schon überlegen, ups, da stimmt ja was nicht. Wenn er aber über mehrere Jahre hinweg die gleichen Produktart verkauft hat, dann kannst du da schon ein bisschen mehr Vertrauen schöpfen in diese Online-Seite. Weiteres ist zum Beispiel die Zahlungsmethode. Wenn dieser Shop Amazon Pay und PayPal anbietet, dann kannst du auch wiederum ein bisschen mehr vertrauen, weil für dich Amazon Pay und PayPal eine Zahlungsart ist, dem du nicht nur mehr vertrauen kannst, sondern wir als Händler bezahlen für diese Zahlungsart. Also wenn du mit PayPal und Amazon Pay einkaufst, dann bezahlen wir ganz viel Geld aus dieser Summe, die du bezahlst, an Amazon und PayPal als Versicherung. Das heißt also, du bist automatisch versichert über diese Zahlungsmöglichkeit, dass wenn ich nicht liefern kann oder morgen pleite gehe oder das Geschäft schließe oder ein Betrüger wäre, ja, dann bekommst du von PayPal das Geld wieder oder von Amazon Pay. Und das finde ich eine ganz tolle Möglichkeit. Ich kaufe ja auch selber in viele verschiedene Shops ein und ich bezahle eigentlich immer nur noch per PayPal oder Amazon Pay. Jetzt neu ist auch Apple Pay dazu gekommen. Das wird jetzt auch immer mehr eingebunden. Das ist auch eine Zahlungsmöglichkeit, wo ich ebenfalls mehr vertrauen kann, weil ich dann das Geld von dieser Firmen zurückbekomme und nicht von dem Online-Shop. Ist natürlich für denjenigen, der den Online-Shop betreibt, ziemlich teuer. Also ich muss sagen, das ist wirklich teuer. Aber für dich als Kunde ist Zeichen des Vertrauens und da kannst du sicher einkaufen, weil du ja kaum ein Risiko eingehst, weil du ja das Geld wiederbekommst. Und das Weiteren wäre auch zum Beispiel, dass dieser Shop in Impressum eine Telefonnummer hat, nicht nur eine E-Mail, sondern eine Telefonnummer. Wenn diese manche Seiten zum Beispiel .com haben, da sind die nicht verpflichtet, ein Impressum zu haben. Da würde ich schon sofort die Finger weglassen, wenn da nicht irgendwo die genaue Adresse der Firma steht, mit Firmensitz, mit Telefonnummer, E-Mail, Ansprechperson. Wenn das alles nicht der Fall ist, würde ich da sowieso direkt weiterblättern und einen anderen Shop
auch suchen. Wenn da ein Impressum steht, was zum Beispiel bei .de-Seiten ohnehin per Gesetz ja vorgeschrieben ist, dann guckt mal, da ist das eine 0800er-Nummer oder ist es wirklich eine echte Telefonnummer. Denn wenn du ein Problem mit der Lieferung hast oder mit der Ware unzufrieden bist, solltest du eine Möglichkeit haben, nicht nur per E-Mail dich zu beschweren, sondern notfalls auch wirklich mal anzurufen. Und das ist auch meiner Meinung nach ein Zeichen des Vertrauens, dass wirklich eine echte Person zu greifen ist, wenn du ein Problem hast. Das ist sehr oft wirklich ein wichtiger Faktor, denn man hat sehr viele Online-Shops, die gar keine Telefonnummer haben und dann melden sie sich vielleicht per E-Mail Wochen später. Das heißt, abgesehen davon, dass das Vertrauen geringer ist, ist es für dich ein Zeichen der Schnelligkeit. Du kannst auch zum Testen, bevor du sagen wir mal 1000 Euro angibst, kannst du auch mal da anrufen und diese Person irgendetwas fragen, auch wenn es fiktiv ist, einfach nur um zu sehen, bin ich ja 3 Stunden in der Warteschleife oder wenn ich auf AB anrufe, spreche, werde ich zurückgerufen oder reicht da überhaupt jemand? Und wenn da sich gar keiner meldet, dann würde ich da vielleicht auch eher nicht einkaufen. Und der letzte Punkt, der wirklich noch mehr von Vertrauen zeugt, sind wirklich YouTube-Videos, da wo du gerade bist. Wenn eine Firma, welche immer auch in YouTube vertreten ist und auch nicht nur die Hände gezeigt werden, sondern tatsächlich auch ein Gesicht, ein Mensch, da würde ich persönlich da auch mehr vertrauen, weil ich weiß, aha, da ist jemand, der viele Videos macht für diese Firma, der Zeit investiert hat in diese Videos, die sind sehr, sehr aufwendig, solche Videos, und die kosten viel Geld, Mühe, Zeit, und das macht keiner, oder ich kenne zumindest, oder auch noch nie gehört, von jemand, der viele, viele Videos macht und dann einen Shop hat und dann betrügt, weil es einfach viel zu aufwendig ist, viele Videos zu machen und dann anschließend schnell zu betrügen. Betrügen ist immer ein Schnelligkeitsfaktor. Das heißt auch, dass man schnell einen Shop aufbaut, Produkte anbietet, die man vielleicht gar nicht hat, dann schnell an das Geld der Kunden kommt, an dein Geld, der dran kommt und dann wieder verschwindet. Das heißt, da ist keine Nachhaltigkeit da. Sobald eine Nachhaltigkeit da ist, die Wahrscheinlichkeit eines Betrugs viel geringer. Die Punkte, die ich jetzt erwähnt habe, die sind hier nochmal aufgelistet, sind keine Ausschließlichkeitspunkte. Das heißt, es ist nicht so, dass wenn jemand all diese Punkte erfüllen würde, dann ein hundertprozentiger Nichtbetrüger ist. Das will ich damit nicht sagen, sondern ich will nur Merkmale aufzeichnen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass jemand ein Betrüger ist, geringer sind. Und wenn jemand all diese Punkte erfüllt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du an der richtigen Stelle bist, dass du jemand vertrauen kannst, einfach größer, an der viele Punkte fehlen. Da würde ich einfach direkt einen Shop weitersuchen. Schließlich gibt es riesengroße Auswahl und du findest sehr, sehr viele unterschiedliche Shops. Und der letzte Punkt, habe ich jetzt vergessen noch zu erwähnen, ist Schnäppchen. Wenn jemand 50%, 60%, 70% Rabatt anbietet, dann prüfe das ganz genau. Das ist heute sehr schwierig, solche Margen, solche Angebote zu machen. Auch die Matratzengeschäfte, die 70% anbieten, weiß jeder heutzutage, ist es Quatsch, die gibt es gar nicht. Solche Angebote, die sind totaler Humbug, die Matratzen haben nie dieses Geld gekostet. Und deswegen musst du immer prüfen, außer Matratzen, wenn du irgendwas kaufst, wenn das wirklich so mehr als 30%, 40% Rabatt sind, da solltest du ganz kritisch gucken, woran liegt das? Vielleicht hat das Produkt nie so viel gekostet. Guck dir woanders hin, was die wirklich kosten, die Produkte, und ob die wirklich der Preis, der angeboten ist, tatsächlich das wert ist, und dann prüfe mal, warum bietet dieses Geschäft 70% Rabatt oder 60% Rabatt, der kann eigentlich nur Verlust damit machen oder dich betrügen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, dein Mr. Lagiol.